Hallo und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem Video hier auf diesem Kanal. Der ein oder andere hat uns wahrscheinlich vermisst und die Gründe, warum wir jetzt so lange keine Videos gebracht haben, sind extrem weitläufig. Die kann ich jetzt nicht hier in diesem Intro zusammenfassen. Dazu wird es wahrscheinlich mal ein extra Video geben. Fakt ist, ich habe für mich den Entschluss gefasst, weiterzumachen. Ich habe jetzt auch ganz andere Möglichkeiten, also technische Möglichkeiten, die ich vorher nicht hatte. Vorher hatte ich zwar schon sehr gute technische Möglichkeiten, aber ich habe mein ganzes Setup noch einmal aufgestockt mit Teilen, die ich euch in den nächsten Videos vorstellen werde, und habe auch einiges in Sachen Videoschnitt und Co. dazugelernt. Und heute soll es mal wieder um das Projekt gehen, was euch das letzte Mal am meisten begeistert hat, und zwar der Hackintosh. Ich habe mir mal wieder ungefähr 200 Euro zusammengenommen, um einen Hackintosh zu bauen, der diesmal rein auf Prozessorleistung ausgelegt ist. Also einen Schnitt-Hackintosh, der nicht für Multimedia-Anwendungen wie das letzte Mal ist, sondern zum Schneiden, für After Effects, für Premiere und so weiter, aber trotzdem einiges an sich noch auf dem Kasten hat. Und ich denke, ich habe da diesmal für 200 Euro eine weitaus bessere Konfiguration gefunden als das letzte Mal. Und um diesen Hackintosh soll es dieses Video mal wieder gehen. Das wird nicht ganz so aufgeleiert wie das letzte Mal. Also das ist hier das einzige Video zu diesem Hackintosh. Vielleicht noch ein Vergleich zu meinem MacBook, aber mehr auch nicht. Wenn euch das Thema weiterhin interessiert, dann müsst ihr mir das in die Kommentare schreiben. Aber jetzt geht es erstmal los mit diesem Hackintosh. Nun aber mal konkret zu den Teilen, die ich für den neuen Hackintosh, der auch gleichzeitig mein neuer Schnitt-PC werden soll, ausgesucht habe. Das Mainboard bleibt das gleiche wie beim letzten Mal, genau wie die Grafikkarte. Somit handelt es sich bei dem Mainboard um ein LGA 1155 Board von Fujitsu, was schon beim letzten Mal erstaunlich kompatibel zu macOS war. Die Grafikkarte bleibt eine Nvidia GeForce GTX 750 Ti, die meiner Meinung nach für einen Mac vollkommen ausreichend ist. Aber nun mal ein paar Worte zu den neuen Teilen, beziehungsweise zu dem neuen Teil, der Prozessor. Als Prozessor verwende ich ein Intel Core i7-3770. Ich hätte ihn auch noch als K-Variante da gehabt, aber auf einem nicht übertaktfähigen Mainboard bringt das reichlich wenig. Als RAM verwende ich den gleichen 8 GB Riegel wie letztes Mal, da diesmal aber beide Slots funktionieren, packe ich einen zweiten 2 GB Riegel dazu, der später durch einen 8 GB Riegel getauscht werden soll. macOS landet auf einer 120 GB SSD von SK Hynix und als Datengrab fungiert eine 1 TB Seagate HDD. Der Zusammenbau erfolgt dieses Mal in einem richtigen Gehäuse, welches ich später auch noch wechseln werde. Die Installation von macOS erfolgte relativ schnell. Dennoch gab es ein paar Rückschläge. Nun läuft die Maschine aber sauber und stabil. Also können wir uns ans Testen setzen. Ich möchte euch gar nicht wie beim letzten Mal mit Zahlen und Benchmarks zukleistern. Den einzigen Benchmark, den ich interessant finde, ist Cinebench R15. Hier erreicht der Rechner 606 Punkte, was zwar gut, aber nicht optimal ist. Woran das liegt, dass der i7 so runtertaktet, kann ich leider nicht sagen. Aber was nützen schon Benchmarks? Die eigentliche Performance des Geräts ist entscheidend. Anfangen möchte ich hier mit herkömmlichen Surfen und Office arbeiten. Das meistert der Hackintosh natürlich problemlos. Durch die SSD fühlt sich das System schön schnell an, allerdings nicht so schnell wie mein MacBook und auch nicht so schnell wie mein Windows-Rechner. Ich befürchte aber, das ist ein Problem von Treibern und nicht der SSD. Multimedia-Anwendungen sind auch kein Problem, auch wenn der Soundtreiber irgendwie nicht möchte. Aber das ist ein Problem, das sicher viele Hackintosh-User kennen. Weiter geht's im Punkto Videoschnitt. Dieses Video hier wurde natürlich vollständig auch an diesem Hackintosh produziert. Es handelt sich hier um 4K-Footage, welches auf 1080p herunterskaliert wurde. Ehrlich gesagt habe ich in dieser Disziplin mehr von dem Hackintosh erwartet. Während 1080p Material noch sauber zu bearbeiten ist, geht 4K-Footage nur sehr schwer. Insgesamt kommen Ladezeiten immer mal wieder vor. Durch die 16 GB RAM funktioniert aber das Zusammenspiel zwischen After Effects und Premiere problemlos. Also ist Videoschnitt auf diesem System gut möglich, allerdings sollte man keine aufwendigen 4K-Projekte mit diesem System umsetzen, auch wenn der Rechner auf dem Papier scheinbar ausreichende Leistung besitzt. Ich persönlich finde Premiere auf dem Mac einfach viel angenehmer als Premiere unter Windows. Woran liegt das, weiß ich nicht, da es sich eigentlich um ein und dasselbe Programm handelt.
Nun mal noch ein paar Worte zum Punkt Gaming. Ich weiß, ein Mac ist nicht zum Zocken da, ich habe es aber trotzdem einmal probiert. Viele Spiele für Mac gibt es ja leider nicht. Anfangen möchte ich hier mit Minecraft. Und welches Wunder, es funktioniert einwandfrei. Sogar mit Shader und höchster Render Distance läuft es mit über 60 FPS. Ich habe auch gerade durch den Prozessor nichts anderes erwartet. Hier ist klar die Grafikkarte der Flaschenhals, also die Komponente, die das System hindert, mehr Leistung zu erzielen. Als weiteres Game habe ich mir via Steam Landwirtschaftssimulator 2017 installiert, was auch kein Problem für den Rechner darstellt. Bei Ark Survival Evolved hört der Spaß dann leider auf. Dieses Game ist aber auch furchtbar für Mac optimiert und nicht mal mein MacBook erreicht mehr als 10 FPS. Insgesamt macht der Hackintosh also im Punkt Gaming keine schlechte Figur. Das Betriebssystem an sich läuft auf dem Rechner recht gut. 4K-Videos in 60 FPS anzuschauen ist kein Problem und auch insgesamt kann man ordentlich im Alltag damit arbeiten. Es ist sogar möglich, durch die verbauten 16 GB RAM mehr als 3 Tabs gleichzeitig in Chrome zu öffnen. Ich habe übrigens auch den SD-Kartenslot des Gehäuses sowie das DVD-Laufwerk und die USB-3-Anschlüsse auf der Vorderseite zum Laufen bekommen. Damit lässt sich der Rechner im Alltag vernünftig einsetzen. Insgesamt habe ich von dem Rechner vor allem im Bereich Videoschnitt deutlich mehr erwartet. Denn ich kann zwar auf dem Rechner meine Videos schneiden, allerdings nicht viel besser wie auf meinem MacBook. MacBook ist auch schon das richtige Stichwort. Wenn ihr mal einen Vergleich zwischen meinem MacBook und diesem Hackintosh sehen wollt, dann lasst mich das in den Kommentaren wissen. Des Weiteren habe ich mal in einer Abstimmung gefragt, ob ich mal ein Video machen soll, wie man macOS auf einem gewöhnlichen Rechner installiert. Und diese Umfrage wurde ganz klar mit Ja beantwortet. Also wird es in den nächsten Tagen, Wochen auch definitiv mal geschehen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das hier gerne tun. Hier geht es dann zu den letzten beiden Videos, die jetzt auch schon eine ganze Weile zurückliegen. Aber jetzt werden wir wieder, beziehungsweise werde ich wieder versuchen, aktiv Videos zu gestalten. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.